Das ist beinahe wie bei so einem Raubtier. Der Jagdinstinkt ist geweckt. Ich will Tore werfen, ich will Spaß haben. Es macht natürlich Spaß, auch wenn es anstrengend ist, diese Konter zu laufen. Aber es macht einfach unheimlich Spaß, auch die Bälle rauszuspielen und rauszuspitzeln in der Abwehr. Und das kann ich mir gut vorstellen, jetzt nach den 3-4 Toren, die gefallen sind von den Gegnern, dass die jetzt Spaß dran haben zu laufen. Jetzt haben wir mal eine Variante des Kreisanspiels gesehen. Per Boden, also per Tipppass, ist das richtig soweit? Ja, ist richtig. War auch sehr gut gespielt, obwohl natürlich da zwei Spielerinnen schon in der Abwehr standen. Man hätte es auch zu einer oder anderen Seite verlagern können, hätte man vielleicht auch selber gehen können. Jetzt haben wir nochmal einen angesagten Spielzug, einen zweiten Spielerin, die da an den Kreis geht, um diese Lücke in der Mitte zu finden. Das hat keinen erfolgreichen Abschluss gefunden, aber der Konter war erfolgreich zum 35:12. Das war jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, die erste Welle, eine erfolgreiche erste Welle? Genau, jetzt hat man es ganz deutlich gesehen, die beiden Außen sind gelaufen. In diesem Fall war es ein Halber und ein Außen und die Spitze. Das ist eine individuelle Einstellung, wer da nun läuft. Aber es waren halt diese drei Spieler vorne und man hat auch gesehen, das Verständnis, es wird gerufen, ich bin da, kannst mich anspielen. Sehr gut geklappt. Nun haben wir gerade im Erwachsenenbereich gehört von, wir waren bei Turnieren und auch von Grün-Weiß-Schwerin, lange Vorbereitungszeiten, wochenlange Vorbereitung. Wie lange bereitet sich so eine B-Jugend vor auf die Saison? Also das ist ähnlich lange wie bei den Erwachsenen, bloß in einem anderen Pensum eigentlich. Wir haben meistens so 5 Wochen Vorbereitung gehabt. Es fängt dann meistens im langen Ausdauerbereich an und steigert sich dann in der Schnelligkeit, sag ich mal. Also man fängt mit langen Strecken an, über eine Stunde, dreiviertel Stunde laufen und dann wird es intervallmäßig immer kürzer und intensiver und dazu kommt dann noch die Kraft. Da gibt es jetzt 7 Meter, wenn ich das gesehen habe, dann zeigt er eben an, Abwehr durch den Kreis. Richtig. Also die Spielerin wäre jetzt durch gewesen. Die Abwehrspielerinnen sind durch den Kreis gegangen, um dieses Tor noch verhindern zu können und das ist regelwidrig. So, jetzt gibt es 7 Meter auf der Seite von Grün-Weiß-Schwerin. Bisher immer erfolgreich und auch diesmal erfolgreich abgeschlossen. 37:12. Gerade ungefähr. Jetzt gibt es auch die gelbe Karte. Wofür? Für das Schubsen von hinten. Es war jetzt eine Kontersituation. Es ist immer sehr gefährlich. Man hat gesehen, da war auch Kontakt zwischen den beiden Füßen der Spielerin. Das ist immer sehr gefährlich, weil das Tempo sehr hoch ist. Wenn dort Berührungen kommen, kommt es oft zu Verletzungen. Deshalb wird das sehr arg bestraft dann. Jetzt gibt er
Schiedsrichterabwurf? Warum? Was ist passiert? Ich vermute jetzt einfach mal, dass ein Angriffsspieler durch den Kreis gelaufen ist, um sich eine bessere Position zu verschaffen, um zum Beispiel schneller an einen anderen Ort zu kommen. Und wenn dort ein Abwehrspieler nur im Weg steht, dann kann man entweder vorne rumlaufen, was sehr weit ist, oder halt den Schritt durch den Kreis machen, was nicht erlaubt ist. Und in diesem Fall war es dann der durch den Kreis. Das war jetzt mal ein schönes Anspiel an den Kreis und erfolgreich abgeschlossen für den SHV. 38-13. Ist ja auf der Außenseite durchgesetzt. 39-13. Das ist eigentlich, wenn man im Tor steht und die Mannschaft bestimmt das Spiel so klar, hat man da Mitleid mit dem Gegner-Torwart? Nö, gar nicht. Dafür ist man dann Schwein genug, man ist mit seinem Team da, man will gewinnen. Da hat man kein Mitleid, das ist sein Job. Also auch kein Neid, dass er mehr mitspielen darf? Nö, wenn man so hoch führt, dann hat der andere meistens ja auch nichts zu lachen, der andere Torwart. Jetzt gibt es aber erstmal 7 Meter für den Stralsunder HV. Es gab auch einen Torwartwechsel bei Grünwald-Schwerin, aber diesmal den 7 Meter erfolgreich verwandelt. Er ist der Zweite in diesem Spiel, dabei gab es genug. Das war jetzt das Zeichen für Stürmerfoul, habe ich das richtig erkannt? Es war aber nicht, Stürmerfoul wurde nicht von der ballführenden Spielerin begangen, sondern von der Spielerin, die Sperre gestellt hat. Man darf die Arme und Beine zum Stellen der Sperre nicht benutzen, man darf nur den Körper an sich benutzen. Das heißt, wenn ich die Arme ausbreite und einer will da durch, dann muss ich ihn durchlassen? Ja, ich sag mal ja. Schönes Anspiel an den Kreis erneut und der 15. Treffer für die Stralsunderinnen. Raus, Karo! Mitspielen! Ja, nach der starken Periode von Grünwald-Schwerin scheint sich Stralsund jetzt wieder so ein bisschen zu fangen und haben die nächste magische Marke erreicht. Es sind nämlich schon doppelt so viele Tore wie in der ersten Hälfte. Ja, sehr schön. Also sie geben sich nicht ganz auf. Das ist natürlich sehr schwer, bei dem Rückstand noch was zu reißen. Und da haben wir die nächste magische Marke in diesem Spiel, die 40 auf der Habenseite für Schwerin. Das ist im Handball immer eine sehr magische Marke, die 40, die man in seinem Handballerleben doch mal erreichen möchte. Ja, auf jeden Fall. Da war jetzt natürlich alles offen. Stralsunderin nicht mit zurückgerückt, 41-15. Nur habe ich gesehen, die Torhüterin stand am Pfosten und ist eigentlich da stehen geblieben, hat das halbe Tor offen gelassen. Ist das verhaltenstechnisch so richtig? Gerade wenn man so viele Konter gehabt hat, dann sollte man sich als Torhüter mal was anderes überlegen. Es ist eine Variante, um dem Spieler auch mal was anderes anzubieten. Das heißt, in diesem Fall hätte sie dann, wenn sie dort schon steht, weiter noch in die Spielecke rücken müssen. Also einfach reinspringen müssen. Oder eine Variante ist, sich nur auf der Linie zu bewegen oder halt entgegenzuspringen, den sogenannten Hampelmann zu machen. Das sind alles so Varianten. Man bezeichnet das als Spielen mit dem Spieler. Das heißt, die Möglichkeit, dass er sich
jetzt verschätzt oder darauf eingeht, ist größer, als wenn ich einfach nur stehe und irgendein Bein hochhebe. Ist das eigentlich, wenn man mehrere Spiele deutlich gewinnen kann, gerade so, was im Jugendbereich ja durchaus mal vorkommt, wie sehr ist die Gefahr von Trainingsschlampigkeit gegeben? Sehr, gerade im weiblichen Bereich sehr, sehr, sehr. Da ist es wieder die Aufgabe des Trainers, wieder runterholen und die Wichtigkeit, weil alle anderen Mannschaften können auch Handball spielen und wenn man nachlässig ist, kann man auch so ein Spiel da mal verlieren. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, es ist erneut der 7 Meter hängen geblieben und es waren wieder halbe Höhe. Wie oft sagt man das einem Spieler so als Trainer? Sehr oft. Man wird es irgendwann leid. Man hat manchmal das Gefühl, man müsste das mal auf CD aufnehmen und dem mitgeben, dass es nachts hören kann. Bitte wirf nicht halb oder so. Aber das ist nachher die Erfahrung. Das sind junge Spielerinnen, die werden irgendwann merken, dass man mit halber Höhe nicht weiterkommt und dann wird es Klick machen und dann werfen sie unten oben irgendwo, nur nicht halb. Also sehen wir den Pass vom Torwart eingeübt, vorne in die Spitze rein und der abgelaufene Konter, 42 zu 16. Da auch wieder der Konter erfolgreich durgelaufen. Ist das meine Sinnestäuschung oder war das ein sehr, sehr komischer Laufstil, den sie da hatte, das Bein so nachgezogen? Das muss jeder mit sich selber klar machen, wie der da langläuft. Auf jeden Fall ist es effektiv, sie ist schnell vorne, sie guckt sich rechtzeitig nach dem Ball um, das ist gut. So, wir sind auch schon in der letzten Spielminute des Spiels. Und es ist wieder trotz alledem noch gut aufgepasst, noch voll auf der Höhe und der nächste Konter sitzt. Sicher 44 zu 17. Das heißt auch Grün-Weiß-Schwerin hat die Marke der ersten Hälfte erreicht. An beiden Hälften 22 Treffer erzielt und jetzt darf auch Stralsund nochmal ein schönes Kreisanspiel. 20 Sekunden vor dem Ende 44 zu 18. Und auch da eigentlich schön aufgepasst, auch wenn sie den Ball nicht holen konnte. Und das 45 zu 18, 5 Sekunden vor dem Ende. War dann auch der Schlusspunkt. Grün-Weiß-Schwerin, B-Jugend kann sein erstes Spiel erfolgreich gestalten. 45 zu 18 und startet damit mit einem tollen Erfolg in die Saison. Ich bedanke mich bei meiner kompetenten Partnerin für die vielen tollen Erklärungen. Wir hätten sicherlich noch viele andere gehabt, aber das Spiel ist leider vorbei. Und vielleicht sieht man sich nochmal hier in der Reiferbahn in Schwerin. Vielen Dank. Danke auch.